Nach der ZDF-Serie Bad Banks fragt sich der ein oder andere, ob es diese Institution tatsächlich gibt. Heute klären wir, was es mit einer Bad Bank auf sich hat und ob sich der Steuerzahler gegebenenfalls durch die Errichtung einer Bad Bank erpressbar macht. Hi, ich bin Ivan von Evergreen. Bad Bank übersetzt bedeutet natürlich nichts anderes als schlechte Bank. Und hier ist es ein bisschen so wie bei Aschenputtel, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen. Das bedeutet, das Gute einer Bank möchte man behalten und das Schlechte möchte man irgendwie loswerden. Wie kommt es überhaupt dazu, dass die Bank irgendetwas auslagern muss über ein Institut, was sie extra dafür gründet? Um zu verstehen, warum es überhaupt so weit kommt, etwas Schlechtes auslagern zu müssen, müssen wir uns das Geschäftsmodell der Banken kurz anschauen. Dieses besteht im Wesentlichen darin, Kredite zu vergeben. Zum einen kann es dadurch erfolgen, dass Kredite direkt vergeben werden, also Geld an Kreditnehmer ausgehändigt wird, was irgendwann hoffentlich zurückgezahlt wird, oder in Form von Anleihen, die diese Kredite verpacken. Eine gute Bank schafft es also, nur an die Unternehmen und Personen Kredite zu vergeben, die auch in der Lage sind, diese Kredite wieder zurückzuzahlen. Beziehungsweise die Ausfallrate, also den Anteil der nicht zurückgezahlten Kredite, so gering wie möglich zu halten. Schwieriger wird es für Banken, wenn sie sogenannte verbriefte Kredite in Form von Anleihen oder festverzinslichen Wertpapieren kaufen. Diese festverzinslichen Wertpapiere beinhalten meist eine Unmenge an verschiedenen Krediten und dann wird es schon schwierig einzuschätzen, ob alle diese Kredite oder zumindest der größte Teil dieser Kredite am Ende zurückgezahlt wird. Der Renditehunger der Anleger und auch der Banken hat in 2008 und 2009 dazu geführt, dass man bei solchen verbrieften Krediten, also festverzinslichen Wertpapieren, nicht so genau hingeschaut hat. Es ist auch deutlich schwieriger, die Werthaltigkeit vieler kleiner Kredite innerhalb eines verbrieften Papiers einzuschätzen, als wenn ich mir ein Unternehmen anschaue und auf Basis dieser Einschätzung einen Kredit direkt vergebe. Am Ende hat die Unachtsamkeit vieler Banken und der Renditehunger dazu geführt, dass gerade in 2008, 2009 einiges an verbrieften Krediten in Form von Wertpapieren ins Portfolio geholt wurde, was am Ende mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit zurückgezahlt werden kann. Bei einem Unternehmen führt eine solche Fehlinvestition meist unweigerlich in die Insolvenz. Das Unternehmen muss Konkurs anmelden und kann hoffen, dass es sich über einen Neuanfang wieder erholt. Zu einer solchen Insolvenz möchte man es bei einer Bank aber nicht kommen lassen, denn die Folgen sind nicht wirklich abschätzbar. Im schlimmsten Fall wird das gesamte Finanzsystem in Frage gestellt und die Menschen verlieren das Vertrauen in das Geldsystem. Wie funktioniert das Ganze nun? Zunächst gründet die Bank ein gesondertes Unternehmen, die sogenannte Bad Bank. Auf diese Bad Bank werden diese nicht werthaltigen oder wenig werthaltigen Wertpapiere übertragen, sodass sie nicht mehr auf der Bilanz der ursprünglichen Bank liegen und entsprechend auch nicht mehr mit dem hohen Eigenkapital hinterlegt werden müssen. Im Gegenzug bekommt die ursprüngliche Bank von der Bad Bank eine Anleihe bzw. eine Schuldverschreibung über etwa 90% des ursprünglichen Wertes der toxischen Wertpapiere. Mit diesen 90% spiegelt sich natürlich nicht der tatsächliche Wert der Schuldverschreibung in der Bilanz der ursprünglichen Bank wider. Es handelt sich also um eine Art Bilanztrick. Dieser führt dazu, dass die ursprüngliche Bank nun nicht mehr so viel Eigenkapital hinterlegen muss, wie dies der Fall gewesen wäre, wenn sie weiterhin diese nicht werthaltigen Wertpapiere in der eigenen Bilanz gehalten hätte. Das eröffnet für die Bank neue Möglichkeiten, weitere Kredite an Unternehmen auszugeben und somit ihren ursprünglichen Zweck zu erfüllen. Damit das Ganze nicht auf komplett wackeligen Beinen steht, gibt es für deutsche Bad Banks eine Garantie vom Staat für diese ausgegebenen Schuldverschreibungen. Nun weiß jeder, dass diese faulen Wertpapiere nicht zu 90% zurückgezahlt werden, sonst wären es keine faulen Wertpapiere. Was passiert also mit der Differenz zwischen den 90% und dem tatsächlichen Wert, der vielleicht nur 10 oder 15% beträgt? Da das Risiko dieser Differenz nun plötzlich der Staat, also der Steuerzahler, trägt, muss es einen Mechanismus geben, wie der Steuerzahler für dieses Risiko kompensiert wird. Und das geschieht dadurch, dass die ursprüngliche Bank die Diskrepanz zwischen den 90%, die sie nun im Buch stehen hat, und der tatsächlichen Rückzahlung der faulen Kredite an den Staat abstottern muss. Und zwar über eine Abführung eines Teils der Dividenden,
die diese Bank gegebenenfalls in der Zukunft erwirtschaften kann. Der Steuerzahler sitzt quasi in der Falle. Rettet er die Bank nicht, riskiert er eine große Finanzkrise und einen Misstrauensbruch zum Geldsystem. Lässt er hingegen Bad Banks zu, stabilisiert er gegebenenfalls das Finanzsystem und erhält sich die Chance, die eingegangenen Risiken in der Zukunft durch die ursprüngliche Bank kompensiert zu bekommen. Am Ende hat man also nicht wirklich eine Wahl als Staat und ist im Prinzip erpressbar. Um das Ganze in Zukunft zu verhindern, gab es nach der Finanzkrise 2008-2009 eine Reihe von Maßnahmen, die die Gefahr der Erpressbarkeit der Staaten durch Banken, die systemrelevant sind, abzumildern. Hat es diese Bad Banks am Ende tatsächlich gegeben? Dazu gibt es mehrere Beispiele. Unter anderem die HSH Nordbank, die faule Schiffskredite in einer Bad Bank ausgeliefert hat, oder die Citigroup, die auch eine eigene Bad Bank gegründet hat, um faule Wertpapiere aus der Bilanz rauszubekommen. Gibt es eigentlich auch Good Banks? Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine gefunden. Wir haben auf alle Fälle die Serie Bad Banks unter die Lupe genommen. Die Videos dazu findet ihr hier. Weitere Videos haben wir hier. Und wenn ihr mehr zu finanzaktuellen Themen wissen wollt, dann abonniert auch unseren Kanal. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.